Ja, und hast du hier vielleicht auch eine Waffe versteckt? Oder gegebenenfalls ein Messer? Klasse. Ist hier irgendwas drin, was ich bräuchte? Das da vielleicht? Das, was da hängt? Ich weiß es nicht. Bootsfahrten auf dem Amazonas. Schönheit in der schwarzen Lagune. Ja, ich finde immer nur... Gibt's doch nie. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor... warte, ich habe mich... ach ja, auf einem Hangar... Statt eines Passagierschiffs zu reisen. Sie müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen, was der wohl befürchtet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Jimmy Boy! Jimmy Boy ist bestimmt schon tot. Ja, ich auch, wenn ich bald keine Waffe finde. Was, ich habe keine Ahnung, bin ich zu blöd? Was sehe ich hier gerade? Ein... Wie best den Hinweis hier mit Waffe und so? Ja, nicht immer. Hier ist eine Waffe drin. Doch, darf ich mal. Danke. Was? Eins. Ach, speichern. Halleluja. Mach zu. Oh. Speichern. Pistole. Jawohl. Puh, puh, puh. Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir sind safe. Speichern. 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 So. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hätte ich eigentlich das nehmen können, ne? Ja, das nehme ich doch noch. Okay, wir haben gespeichert. So, wir können jetzt hier raus und wenigstens erstmal das... Ja, mit 7 Schuss kommt man echt weit. Hier drin muss ich ja eigentlich nicht mehr rein, ne? So. F. Ja. Ich hab... Nein! Oh! Ach komm, ich kill jetzt den Wichser hier drinne. Okay, so. Jetzt sind wir eigentlich erstmal safe. Jetzt kann ich mich wenigstens mal in Ruhe... ...umschauen. Aber gut, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Oh Gott, 4 Schuss, alter Schwede.
Ich weiß nicht, ob ich doch rauche. Ja, hätte klappen können. Also erste Etage, zweite. Kitchen. Okay, warte mal, ich kann doch aber eigentlich auch. Genau, den habe ich gesucht. Okay. Ja. Nach Ethan suchen. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Drei. Offen, okay. Ich gebe es nochmal ganz kurz nach oben. Ernsthaft. Okay, gut. Dann müssen wir in Etage 3. Sieh's dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Kann ich dir einfach den Kopf wegballern, Mistvieh? Oh, hier? Kann ich speichern? Nein! Die grinst auch so richtig eklig. So richtig. Seht ihr das? So. Na? Zum Neinknallen. Ja, ich guck's mir schon an. Oh Gott, wer soll jetzt hin? Top Secret. Mia Winters. Okay. Ich schluck schon trinken. Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Mein Gott, das nimmt er jetzt nochmal komplett hier so. Oh. Abteilung für Spezialeinsätze. Und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrer gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Erstens, verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Aha. Aha. Warte mal, ich notiere mir mal ganz kurz. Ja, es ist eigentlich bescheuert. Okay, wenn ihr töten. Gut. Okay, also müssen wir jetzt wo die Eltern spielen. Okay. Okay, haben wir ja auch getan, was Eltern tun müssen. Haben wir es? Haben wir es? Wir haben es getan, oder? Nein, ich bin eine verheiratete Frau.
Kennt man Danny? Ein bisschen schon, oder? Ein bisschen. Maschinengewehr! Na, guck mal an. Gewebeprobe von Evelyn. Messer zum Glück. Maschinengewehr. Oh, ist das geil. Maschinengewehr fetzt, aber ich nehme trotzdem erstmal das Messer. I love you, mein Schatz. Ich dich auch, mein Engel. Huch, das sieht ja richtig schön aus. Na, warte mal, da, wenn ich mich jetzt hier nie verdächtigen soll, da kann ich ja ohne das Messer rumrennen, oder? Sie ist in der Nähe. Oh, sie ist in der Nähe. Aha. Okay, dann schauen wir uns erstmal auf diesem Deck um. Oh! Evelyn? Mein Engel? Jetzt ist sie wieder weg. Ja. Okay, ich gehe trotzdem mal kurz dahinter. Und 20, okay, ja. Schön, aber... Oh Gott, das ist cool gemacht. 37, okay. Von der anderen Seite verschlossen, gut. Gut, keine Panik, keine Panik. Aha, von hier komme ich ja. Hier ist ja mein Ehemann drin, ne? Den ich sehr liebe und auch schätze. Du mich auch. So, 20. Ja, die ist hier nie auf dem Deck. Mann! So. Hier irgendwie ist er, aber wenn ich da rüben dann gehe, da ist sie halt nicht da. So. Jetzt ist er. Wenn ich jetzt hier wieder hingehe, ist er weg. Oh. Gott, oh Gott. Was? Nee, bleib doch oben, bleib doch oben. Ach, bleib doch einfach oben. Oh, jetzt sind wir wieder bei meinem Ehemann. Gut, macht ja nichts. Keine Panik, wird da nicht wieder laufen. Ja, nochmal ganz schnell wieder Blitz hier lang. So, hier rein. Hallo, guten Abend. Hallo, wunderschönen guten Tag, ja, hallo und tschüss. So. Jetzt hörten wir mal hier hingehen und hier reingehen. Also ernsthaft, ich... So. Hier ist bestimmt zu. Genau. Aber hier unten ist ja auf, ne? Oh. Sie übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Okay, hier können wir anscheinend nichts finden. Doch.
Gut. Gut, ich muss einfach mal nach dem Rechten. Oh! Vieh, Vieh, Vieh! Okay. Sie sind nach oben gefahren. S2. Boden, Boden. War hier was? Kann ich das mitnehmen? Nö. Okay. Gut. Mama. Ja, ich kann auch ineinander schießen. Ich weiß, aber ich möchte Munition sparen. Na, falls sich wieder irgendwelche Leute aufregen wollen. Oh Gott. Also, ohne Spaß, wir finden verdammt viel Munition und verdammt viel Kraut. Aber keine Chemikalien, aber gut. Das wird bestimmt richtig bitter. Hier. Boden, Boden, Boden. Okay, die ist ganz schön weit weg. 46. Bomben! Aha. Warum finden wir Bomben? Und verdammt viel Munition? Es ist ein bisschen... wegen Bomben? Warum? Hallo, geht's dir gut? Nein, na, ich weiß. Ich kann es nicht. Hoch. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Was ist das jetzt so? Nimm, nein, nimm doch einfach das Messer, Madame. Genau.
Blitzen. Mein Gott, das wird ja hier immer spannender. Puh. Okay, wir können das machen, wir können das machen. Nee, das können wir nicht machen. Hab ich nicht Schießpulver gefunden? Oder war das noch mit dem I-10? Ich tue trotzdem mal ganz kurz hier. Okay, also könnte ich ja jetzt theoretisch... Boah! Vor allem speichern wäre mal nicht schlecht, ne? Auf mich, Mami? Nein. Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Bin ich doch. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Das ist ja kein Problem. Ich kann ja ruhig deine Mama sein. Tatsächlich. Dann verzeih ich, wie komme ich jetzt wieder raus? Muss ich jetzt wieder fort, weil der Anzug. Ich muss bestimmt in die Tür rein, aber. Ich weiß halt nie wie. Okay, ich muss wahrscheinlich doch nicht da rein. Oh! Evie, warte! Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Nein. Geht's dir gut? Nein. Mach du dir nur Sorgen, wie du Emily zurückbekommst. Oh nein, ich möchte nicht, dass mein Mann stirbt. Okay, macht euch bereit. Theoretisch kann ich das jetzt eigentlich auch verätzen, oder? Warte mal. 60, okay, die haut immer mehr ab. 54, ich tue trotzdem die Tür jetzt mal verätzen. Ich möchte hier gerne rein. Ist ja egal, am Ende da verschlampe ich es halt, kann ich es auch nicht ändern. Das wird so bitter. Was zu speichern wäre schön. Okay. Alles Gute. Alles Gute. Krass, ja, schon, weil ich ihre Freunde töte.
Oh, pfui. Okay, in die 3 ist er gefahren. In die 3 ist mein Froll reingefahren. So, brauch ich mir gar nicht merken. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Kann ich wenigstens hier raufklettern? Warum kommen die Leiter nicht raus? Warte. Ich wollte mal wissen, in welchem Stock ich bin. Aha, 2. Gut. Ach du Scheiße. Irgendwie ist oben. Wo ist Ellen? Ellen, wo zur Hölle bist du? Ellen? Alle. Oben. Stimmt, wir konnten ja auch dort... Ach, das ist laut. Stimmt, wir konnten ja auch dort vorne nochmal eine Tür... ver... Oder hier? Oh. Kann ich was zu speichern, wenn ich vielleicht konnte ich beim Elf speichern? Nee, ne? Gut, ich konnte hier nirgendwo speichern bis jetzt. Das ist mies. Nee, wie ich muss mich jetzt so nochmal verletzen. Ach komm. Alter, Haufen Bomben, Alter, wofür brauche ich Bomben? Und was ist hiermit? Ja, ich guck mich da gleich um. Hier konnte ich aber auch nichts machen, ne? Kann ich jetzt in die Bomben wo dran machen und das dann hochsprengen oder was? Wahrscheinlich nicht, ne? Von der anderen Seite verschlossen. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da reinkommen. So, ne, das war ja das. Hier oben irgendwie rein, ne? Ich wäre mal froh, wenn man mal speichern könnte.
Moment, Moment, Moment. Könnte ich nicht irgendwo... Ach, oben, oben drüber? Okay, dann höchstwahrscheinlich an der anderen Seite. Aufnahme läuft, alles kein Quatsch, nimmt's auf, wunderbar. So, Moment. Das sind hier? Nee, hier wollte ich eigentlich gar nicht hoch, aber okay. Ich wollte eigentlich... Keine Ahnung, war das hier? Nee, ne? Hä? Siebenunddreißig, okay, wir sind richtig. Ich, das war jetzt auch wieder bloß Zufall, dass ich da oben... ...30, ja. Finde ich irgendwas? Scheiße, dem ist bestimmt gleich erschissen, oder? Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie... Okay, warte. Evie! Alan, hör zu! Ich hab nicht so gemeint! Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen! Du musst sie bekämpfen! Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Ich kann mit meinem Aus nichts machen. Du Scheiße. Miststück, ey. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, okay, jetzt ist das der Anfang. Aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Okay, Wahnsinn. Das Video hat ihn nie erreicht. Moment,
Kann ich mal irgendwo überhaupt speichern? Wir werden für immer zusammen sein. Oh Gott. Ich kann nichts machen. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Warum hat die das gesagt? Die hat doch einfach sagen können, ja, wir... Oh, Spaß. Die hätte auch einfach sagen können, ja, wir können eine Familie sein und ach, keine Ahnung, hätte die da einfach irgendwie. Oh, das ist doch blöde. Oh Gott, das wird sie mich bestimmt richtig hassen. Also, meine lieben Freunde der Sonne, ich werde jetzt eine ganz kleine Aufnahmepause machen, denn ich bin gerade hier rausgegangen. Bin da hinten in die Tür rein und dann ist meine Aufnahme abgeschmiert. Ich habe jetzt kurz beendet alles und habe jetzt gerade nochmal neu geladen, damit ich mich nochmal verabschieden kann. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause machen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt irgendwelche Probleme hat. Das ist mir gerade ein bisschen zu heiß. Nicht, dass ich spiele. Und der Abstand zum Speichern war gerade auch enorm. Deswegen ist mir das gerade ein bisschen zu heiß. Deswegen werde ich eine ganz kleine Aufnahmepause machen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein und ja. Vielen Dank und bis zu einer nächsten Folge. Haut rein, macht's gut, tschüss.